Willkommen zurück im Kreativgehege der Hasenschmiede. Ich bin Manu und weiß, wie der Hase läuft. Er hoppelt. Ich begrüße euch schon wieder. Ein neuer Morgen, ein neues Glück in meinem Adventskalenderparadies, wenn man das denn so nennen mag. Ja, ich habe mir auch schon meine Sachen wieder bereitgelegt. Heute, bevor ich es dann wieder irgendwie nur so reinschnippeln muss, habe ich gesagt, fangen wir jetzt gleich mal mit dem hier an. Und suchen jetzt mal ganz locker fröhlich die 8, die ich gerade beim besten Willen nicht sehe. Die 18 habe ich hier, die 7. Okay, also bitte könnte sich irgendjemand melden und mir sagen, wo die 8 ist. 9? Hä? Ah! Okay, die hat mich schon fast angesprungen. Ich weiß gar nicht, ob die auf dem Bild ist. So, also hier ist die 8. Riesengroß. Mal sehen, was da drin ist. So. Oh. Ja, das ist hier wieder so ein... Nee. Mensch, Junge. Also ich weiß ja nicht, wer das hier gemacht hat, aber... Das ist hier so press drin. Das ist Wahnsinn. Okay. So. Also, das ist jetzt nicht nur ein Cardboard. Warte mal, das räumen wir gerade weg. Haben wir ein bisschen mehr Platz, ne? Also, das ist jetzt nicht nur ein so ein Cardboard, sondern gleich mehrere, die aneinander hängen. Sometimes it takes all a day to get nothing done. When you encounter joy, let it in. Dream, believe, hope. Okay. Ja, das finde ich auch mal ganz cool, dass das hier, ja, wie gesagt, gleich mal so ein ganzer Schwung quasi halt ist. Kann man ja auch irgendwie getrennt und keine Ahnung was benutzen. Ist ganz interessant. Legen wir mal hier hin. Machen wir weiter mit Kreativpad. Das dürfte wahrscheinlich wieder so ein Spray sein. Zumindest fühlt sich es genauso an und sieht von der Verpackung her genauso aus. Und ja, es ist wieder ist auch wieder von der gleichen Firma hier wieder dieses Watercolor. Psst. Also wie gesagt, mir sagt das gar nichts. Ich habe das andere auch immer noch nicht ausprobiert. Und das hier ist jetzt Silber. Wir schütteln mal und gucken mal, ob wir hier unten drunter irgendetwas sehen können. Ja gut, ist sonst hier sehr schaumig gerade. Ansonsten erkenne ich da nicht so viel, außer dass es sehr schaumig ist. Gut, also man sieht, hier unten sind Silberpartikel. Aber es wirkt, ich hoffe, ihr könnt da irgendetwas sehen. Ich mal von da. Also ich finde, es sieht... eher nach so einem Grau aus mit so ein paar Glitzerpartikeln. Müsste man wahrscheinlich sehen, wenn man es halt aufsprüht. Ich habe mich noch nicht getraut, weil es gibt ja auch so Sprays, die dann ganz gerne diese Düse nach dem ersten Mal direkt verstopfen. Und jetzt einfach nur, um es mal zu testen und danach funktioniert es eventuell nicht. Habe ich mir gedacht, nee, machst du jetzt mal noch nicht. Wobei es natürlich auch blödsinnig ist, weil an und für sich soll man es ja gebrauchen, ne? Aber ja, vielleicht mache ich das auch einfach so am Ende, dass ich dann irgendwie einfach nochmal so drüber gehe und alles nochmal so benutze und das dann halt nochmal in die Kamera halte. Aber ja, also hier haben wir Silberspray in Watercolor irgendwas. Machen wir weiter mit der Karte, würde ich sagen. Und die, also die habe ich ja schon direkt so gefeiert, als ich das gesehen habe, mit dieser zuckersüßen Briefmarke hier oben drauf, voll goldig. Und dann noch hier dieser Badge da hinten drauf. Ist das nicht süß hier mit diesen Wimpelchen und so weiter? Also fand ich voll, voll knuffelig. Ja, und ich ärgere mich gerade so ein bisschen, dass ich zu wenig Zeit hatte, um meine Sachen noch ein bisschen hübscher zu machen. Aber naja, gut, ich hoffe, die Mädels haben sich trotzdem gefreut. So, schauen wir mal rein. Oh, die sieht cool aus. Ich glaube, ich habe sie gerade falsch rum. Ja, genau. Ja, die sieht richtig cool aus. Da müsste ich eigentlich gerade mal fragen, was das hier für ein Stempel ist. Der ist echt cool. Oder? Was sagt ihr? Also, das sieht aus wie mit Distress Oxide. Oder, ja, Oxide würde ich jetzt sagen, nicht Inks. Oder? Das hat was. Könnten auch Inks sein. Nee, es sind Oxide. Oder? Ja, ich weiß es gerade nicht. Egal. Also ich nehme mal an, es sind die, nicht die Inks, sondern die Oxide. Und
Ja, ich finde das richtig schön mit diesem Farbverlauf, dann halt diesen Wasserfleck noch drauf und dann halt diesen Stempel. Sehr, sehr schick. Oh, das hier ist Create a Smile im Übrigen, das sehe ich. Die benutze ich nämlich auch total gerne. Weiß leider jetzt auch nicht, von wem es ist. Und steht was drinne? Steht was drinne? Nö, schade. Ja, aber ich finde die echt schön. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Hat was. Dankeschön. Oh, Moment. Hier hinlegen, damit ihr sie noch bewundern könnt natürlich. Und wo wir schon mal beim Thema Create a Smile sind, machen wir jetzt auch Create a Smile auf. Diesmal mit Kerzchen. Oh, habe ich noch nicht aufgemacht. Ich dachte, ich hätte aufgemacht. Habe ich das eigentlich schon mal gezeigt hier mit diesem ein Tütchen Stempelspaß hinten drauf? Fand ich auch niedlich. Und falls ich mich wiederhole, dann verzeiht mir, es ist früh morgens und ich bin müde. Gut. So. Oh, guck mal. Von deinem Wichtel. Wie süß. Ein Hundewichtel. Oh, ist der knuffelig. Guck doch mal. Ja, der ist süß. Den finde ich echt süß. Ja. Das ist mein heutiger Tag. Morgen geht es dann wieder mit Ulrike dann hier auch weiter. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist morgen von mir ein Stempel bei Ulrike dabei. Also auf jeden Fall einschalten. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend oder was auch immer. Bleibt auf jeden Fall gesund und fröhlich und kreativ. Bis dann. Ciao.